wenn Nora vergeben ist, dann gibt es ja hier jetzt eine Musikerin, ne? Teddy zu den sozialen Kontakten? Wenn wir sehr wahrscheinlich weit hinten. Ich finde es halt falsch, wenn wir unser Nora reinschmeißen würden. Was? Nora ist vergeben? Nein, Nora ist nicht vergeben. Nora hat ihre Gefühle Arlo gegenüber gestanden. Und dann finde ich es persönlich bescheiden, wenn wir hingehen und machen ihr den Hof, obwohl sie was für Arlo empfindet und wir das wissen. Finde ich, wir reden hier von dem Spiel, ja, aber ich finde es menschlich einfach falsch. Ich finde es menschlich falsch. So, meine liebe KI, ich muss mal mit dir reden. Du suchst nach Triebwerken? Warum? Versuchst du einen Krieg anzuzetteln? Kriege sind schlecht. Kriege mag ich nicht. Ich versuche, ein Flugzeug in meinem Wettbewerb zu bauen. Flugzeuge sind cool. Ich fahre in vielen Flugzeugen. Große und kleine. Kleine Flugzeuge mag ich nicht. Gibt es in den Ruinen um Porzio noch Triebwerke? Ja, mehrere Einrichtungen haben hier dagegen Triebwerke gebaut. Hast du Herstellungsbetrieb gesehen? Gibt es da noch in dem aktuellen Zelthalter? Ich habe in einem Herstellungsbetrieb gebaut. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch welche gibt. Kennst du die nächstgelegene Einrichtung, die Triebwerke baut? Die Fertigungsanleitung ist in meinem Speicher. Hier hast du sie. Alles klar, danke, Alsos. Wir können jetzt ein Triebwerk bauen. Gleich mal lernen. So, jetzt gucke ich noch mal kurz in die Quests rein. Also, das Thema Nora, wie gesagt, weiß ich nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich fände es falsch, wenn wir das wissen. So, ist noch eine Quest da? Nein, wir können das nach Hause und können das mal zu Hause an der Libelle schrauben. Dann können wir schon mal das erste Teil bauen. Oder mal gucken, ob wir was bauen können. Wie sieht es düngertechnisch aus? Sieht noch gut. Okay. So, das ist die Libelle, die wir bauen wollen. Die brauchen wir. Dafür brauchen wir ein Triebwerk. Das können wir bestimmt hier bauen, oder? Können wir das hier bauen? Oder bauen wir das hier? Wahrscheinlich ja hier, oder? Mal gucken, Triebwerk. Hochspannungsschmiede. Ja, im Real Life würde ich sie dann auch in Ruhe lassen. Deswegen, also das ist... Okay, ist kein Triebwerk. Im Spiel ist dann schon etwas komplizierter. Ja, aber wir versetzen uns ja in die Lage, dass wir das sind. Dass wir die Person sind, die wir hier sind. Wo ist denn das Triebwerk? Unter Schmelzen wird es ja nicht sein. Ich gucke das jetzt alles durch. Treibstofftank. Den brauchen wir. Ein Triebwerk. Wir brauchen einen Militärmotor. Mist. Aber würde es auch im Spiel nicht machen. Du würdest es auch nicht im Spiel machen, siehst du? Siehst du, Jubi, verstehen uns. Okay, also Fasern haben wir. Das haben wir. Wir können mal kurz mal bauen gucken. Fahrwerk brauchen wir noch. Kohlefaser müssen wir herstellen. Da weiß ich noch nicht, wo wir die herkriegen. Triebwerk müssen wir bauen. Ein Einzelsitz und die intelligente Konsole. Ein Einzelsitz und die intelligente Konsole. Gut. Dann haben wir das schon mal vorbereitet. Das heißt, das Triebwerk fehlt noch Kohlefasern. Kohlefasern werden ja eigentlich auch Stoff hergestellt, oder? Und das haben wir, glaube ich, noch nicht gelernt, oder? Kohlefasern.
dann gehen wir mal. Trotzdem haben wir Nora letztes Mal ausgedrungen. Das ist jetzt schon etwas ärgerlich. Das ist richtig, Jupi. Übrigens, auf das andere gehe ich nachher noch ein. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ärgerlich ist das, gar keine Frage. Das Spiel gibt halt eigentlich vor, man soll sich in Richtung Emily orientieren. Die steht hier immer noch vor dem Haus. Ah, jetzt ist er weg. Wir gehen mal kurz hier hoch. Ich gucke mal, ob ich Kohlefasern bestellen kann. Das wäre jetzt ideal. Dass wir die zumindest in 2 Tagen haben. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass wir das heute schaffen, das Flugzeug fertig zu machen. So, kommt ihr hier irgendwo an Kohlefasern? Hier sind Kohlefasern. In der Ebene. 10.000. 12.000. Also 12.000 ist mir zu viel, sage ich euch so, wie es ist. Aber selbst wenn wir 5 Stück kriegen. Ich will es auch nicht so lange hinziehen, das dauert doch trotzdem 3 Tage. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir gehen Boss legen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gehen lieber. Was, Matze? Warte mal, was? Weswegen bist du empört? Was hat dich denn so empört, Matze? So, wir gehen auf Ebene 35. Ich probiere, gucke, ob ich hier Kohlefasern herkriege. Ich dachte, ich schreibe einfach mal was in den Content, auch ohne zu wissen, ob es reinpasst. Alles klar. Wie du merkst, war dumm. So, Bossfight. Nacht. So, war was dabei? Sieht nicht so aus, ne? Kurz freischalten, zurück. Ich hoffe, dass wir hier Kohlefasern finden. Ich will keine 10.000 Ausgaben. Ja, wir sind halt schon stark, Matze. Kohlefaser irgendwie dabei? Nein. Überhaupt nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Auch hier sind keine Kohlefasern dabei. So, wir sind jetzt Ebene 36. Schon wieder vergiftet. Ja, das konnten wir, Jupi. Also, wir haben uns runtergearbeitet. Wir sind wirklich durch jede Ebene bis jetzt durch. Müssen die halt nicht alle mit einmal machen. Und das ist der Vorteil.
Wieder nicht. Also wenn wir jetzt beispielsweise bei Ebene 40 rausgehen, können wir beim nächsten Mal bei Ebene 40 wieder einsteigen. So, ich probiere es nochmal hier in der Vending-Maschine ohne Kampf, wenn möglich. Okay. Nächste bitte. Aber man merkt halt auch, dass die Gegner stärker werden. Machen zwar immer noch gut Damage, aber... Schade, kam nicht weit genug. Jetzt noch diesen komischen Fisch da oben, war ja klar, dass da wieder einer sitzt. Na komm hoch. Okay, wir schaffen nicht das S. Dann schaffen wir nur A. Kohlefaser dabei? Wieder nicht. Mensch, gib mir Kohlefaser, Leute. Vorhin hatten wir immer Kohlefaser gekriegt. Das wäre jetzt hier ideal. Tschüss. Nächster bitte. Ansonsten müssen wir doch die 10.000 ausgeben. Auch wenn ich es nicht will. Ich meine, die haben wir dann schon wieder schnell drin. Nicht wegrennen. Und gut, dass er genau in dem Moment gesprungen ist. Ah, schauen wir wieder nicht. Du müsstest das zählen, wenn der letzte Gegner umfällt. Titaniumbahn. Gut, wir heilen uns wieder. Aua, höre doch mal auf. Mensch. Und zwei. Oh, genau in dem Augenblick sind wir das nicht weg. Hätten beide mit Ema legen können. Unser Vier, toll. Das wieder ein Bossfight müsste das jetzt sein. Und wieder dasselbe Boss. Immer irgendwie derselbe Boss, ne? Gute Nacht. Ach, wieder nicht. Komm, kurz freischalten. Ist ja schön, dass wir die verdichteten Energiesteine kriegen. Die können wir gut gebrauchen, gar keine Frage. Und es geht noch tiefer, wir sind auf Level 40. Das ist echt ärgerlich.
Im Übrigen für die, die das gestern im Stream nicht mitbekommen haben, wir haben gestern das Twitch-Achievement von 2000 Streamstunden erreicht. Nur mal so zur Info. Jungs, hört doch mal auf. Du brauchst nicht mehr springen, wenn die Typen schon am Boden liegen, Leute. Oha, cool, sind ganz schön viele Stunden, ja. Das seit 2018, das ist natürlich sportlich. Saphira. Saphire sind gut, ja, damit können wir Titanplatten schneiden. Alles wunderbar, aber... Das ist nicht das, was ich gern möchte. Gleich beide auf einmal, sehr schön. Also dieser Sprungangriff, der macht ordentlich Damage. Kannst du immer one-hitten. Alles klar, Matze. Oh, schon durch. Kohlefaser, na endlich. Na endlich. So, wir heben uns erstmal wieder hoch. Und gehen in die nächste Ebene. Gut, beide weg. Wir gehen wieder hoch. Gute Nacht. Und du noch? Schade, Kohlefaser wäre mir lieber gewesen. Wir können es aber schon wieder hochheilen. Also die anderen Buffs brauche ich nicht. Ich brauche bloß das hier. Hör doch mal auf. Gute Nacht und du noch. Und wieder hoch. Ich schließe mich mal zum An. Alles klar, Yuki, mach das. Und du noch. Mensch, wir... Jedes Mal, also wir machen jetzt richtig viel miese mit den Lebenspunkten. Oh, wir haben es um null. Oh! Hinten ist ein anderer Boss als sonst. Ein Schweinchen. Hallöchen, Schweinchen. Schweineboss 007. Ja, den kennen wir ja noch. Zur Seite. Weg. Wir sind fast down. Kurz freischalten. Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Wir müssen jetzt noch wieder rein. Wir haben nur 3 Kohlefaser gekriegt. Weiß nicht, ob das reicht. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viele wir brauchen.
Kann sein, dass es reicht, aber muss nicht. Okay. Und nach Hause. Beenden, Ruinen verlassen. Haben wir jetzt, glaube ich, 10 Level gemacht oder so? 10 Etagen. Frag mich, ob es da ein Ende gibt. Die Gegner werden auf alle Fälle schwerer, das merkt man. So, nach Hause. So, erstmal kurz an die Kiste. Da kommt das rein. Noch irgendwas? Der Rest kann. Warte, Nahrung. Das kommt in die Nahrungskiste. Der Rest können wir hier reinschmeißen. Schon das Ding, das Triebwerk bauen. Ne, das ist nicht hier, ne? Das ist hier. Oder müssen wir nochmal rein? Ne, das war nicht der Triebwerk. Was fehlt? Was fehlt denn? Hatten wir nicht? Ach, ich brauche den Militärmotor, nicht das. Gut, machen wir nächsten Morgen. Den Militärmotor kriegen wir beim Museum. Da kann ich den holen. So, wir gehen schlafen. Aufstehen, wieder 4000 Erfahrungspunkte. Hey, kann ich reinkommen? Klar. Toll, nur einen Schritt reingemacht. Ja, sieht das toll aus. Du hast ein paar nette Änderungen vorgenommen. Ein paar? Alles genau. Ja. Also, wie geht's dir so? Seit wann? Seit sehr viel schwerer, als ich erwartet. Du hast mich 11 Jahre lang mit der Tante Kendra allein gelassen und dann erhalte ich plötzlich einen Brief, in dem etwas über diese Werkstatt steht. Obwohl ich das sehr zu schätzen weiß, Pa. Es tut immer noch weh. Es tut mir leid. Seit deiner Mama gestorben ist, wusste ich nichts mit meinem Leben anzufangen. Nur als Handwerker taugte ich zu etwas. Ich musste zu mir selbst finden. Und hast du? Ich glaube schon. In den Ostbereichen habe ich vieles erlebt. Unvorstellbare Dinge. Ich denke, die Menschheit würde sehr von einem vollen Verständnis der Gebiete über die Peripherie hinaus profitieren und ich will daran teilhaben. Du gehst das danach wieder fort? Ja. Aber ich wollte sicher gehen, dass es dir gut geht. Meine letzte Reise war extrem gefährlich und jede Reise dorthin könnte die letzte sein. Und dieser Handwerkerschwettstreib ist mit mir seine seltsame Art, mir zu zeigen, dass du mein Vater sein willst? Das könnte man so sehen, ja. Es tut mir leid, ich wünschte, du könntest mir vergeben, aber das liegt allein an dir. Egal, ich habe genug deiner Zeit für euch. Ich sehe dich später, mein Sohn. Und Django? Einmal unterhalten bitte und einmal ein Rezept. Scharfe Fischsuppe. Gut, dann nehmen wir das mit. Und Post von Merlin. Handwerker, benutze diese Teile. Dankeschön. Und von Vorstellung. Hey, Bartholomäus. Nachdem ich die Datentests von vielen Büchern über Flugzeuge durchgeschaut habe, habe ich einen Bauplan für ein Fahrgestell für dich. Ich habe gehört, dass ein Paar seinen Bauplan von der Direktorin erhalten hat. Also viel Glück, ich stehe direkt hinter dir, denn ich trete jetzt auch gegen die Direktorin an. So machen wir das. Kriegen wir es noch, okay? So. So, das schmeißen wir mal wieder alles rein. Das brauchen wir jetzt nicht. Da
Aber brauchen wir nicht. Baue das Fahrwerk. Wir müssen Energiesteine mitnehmen. Ich glaube, ich brauche Energiesteine dafür, um diesen Motor zu kaufen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube schon. Nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir nochmal hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nehmen wir nochmal mit. So, warte mal, wir machen das weg. Wir machen dafür nochmal zweimal Sand mit. Ne? Okay. Das haben wir. Ich weiß nicht, was ich noch brauche. Die nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, welche Steine ich brauchte, um diesen Motor zu kriegen. Wir müssen das Flugzeug bauen. Wir brauchen aber dreimal das Fahrwerk. Drei Fahrwerke. Und Fahrwerke können wir hier bauen. Mal gucken. Wo wird das hier gebaut? Wahrscheinlich ja hier, ne? Fahrwerk. Bauen. Ich brauche 6 Gummireifen. Ab dafür, mach mal. Gucken wir mal, was wir sehen. Ich will mal kurz nach. Moment. So, das müsste funktionieren. Dann können wir uns mal sagen: 3 Fahrwerke bauen. Läuft. Und das schmeißen wir hier wieder rein. Wunderbar. Okay. Haben wir das. Dann gehen wir unsere Tagesquest holen. Ich schalte mal die Libelle aus. Okay, ist gar keine unsere Quest gerade. Also unsere Tagesquest gleich. Das ist ja auch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Ein S-Auftrag, ein Wassermotor. Stahlträger statt. 3 Holzsäulen, Wassermotor 4. Stahlträger statt, das ist glaube ich ein bisschen sehr teuer. Bringt halt ordentlich Schotter. Wir machen mal den Wassermotor. Und das müssten wir machen können. Nachdem er die anderen Teile fertig hat. Gut. Dann gehen wir zum Forschungsmuseum. Wir brauchen noch so einen Militärmotor. Den haben wir noch nicht. Frei. Hier muss ich hin. Wie, kein Militärmotor? Hattest du hier keinen Militärmotor drin? Jetzt bin ich gerade geschockt. Ich dachte, ich könnte mir bei ihr Militärmotoren kaufen. Das ist jetzt ärgerlich. In welcher Ebene müssen wir jetzt einen Militärmotor zu finden? Das kann drüben, glaube ich, sein. Warte mal. Ich glaube, wir könnten beim Handelsposten hier oder beim Hafen. Hier oder beim Hafen könnte noch was sein. Das können wir noch mal probieren. Gucken wir hier rein. Thank you.
Hier ist er. Ist euer Ernst? Er braucht 3 verbesserte Motoren. Und 3 verbesserte Motoren. Gut, laufen wir zurück. Wir wollen 3 verbesserte Motoren, damit wir den Militärmotor kriegen. Ich hoffe, ihr habt noch 3. So. Naja, gerade so sind es noch 3, ne? Okay, ist der schon fertig? Baue das Fahrwerk erledigt. Jetzt brauchen wir den Wassermotor als nächstes. Mission, zack. Bauen wir jetzt den Wassermotor, während wir unterwegs sind, die restlichen Teile zu holen. Den Wassermotor brauche ich bitte. Wo ist er? Läuft. Das Schöne, wenn man wirklich schon so viel im Lager hat, wir kommen gut damit hin. Jetzt holen wir den Wassermotor, den Militärmotor. Wieder da sind, könnten wir den Wassermotor schon wieder mitnehmen, wenn alles klappt. So. Jetzt hätte ich gerne mal den Wassermotor. Nein. Militärmotor, Entschuldigung. Und wieder nach Hause. Das Outfit finde ich zwar immer noch hässlich, aber das scheint wahrscheinlich das stärkste Outfit zu sein, was es gibt, ne? Level 45. Ich weiß nicht, ob da noch was coolere Outfits kommen. Ich guck mal, so schon fertig. Ja, schon fertig. Wunderbar. Das rein. Den Wassermotor nehmen wir mit. Und jetzt müssten wir theoretisch das Triebwerk bauen können. Und im Anschluss müssten wir die Dragonfly fertig haben. Also die. So, warte. Das Triebwerk hinzufügen. Ja. Und da ist das Triebwerk. Und wir können die Libelle. Es fehlt Kohlefaser. Es fehlen 5 Kohlefaser. Gefahrvollen Ruin, verlassene düstere Ruin. Also gefahrvolle Ruin und verlassene düstere Ruin. Da kriege ich die Dinger her. Toll. Hola René, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast.
So, wir bringen die Quest schnell weg und dann gehen wir noch. Na, immer doch und selbst, René? Hallo, hier dein Wassermotor. Hallo? Unterhalten. Und hier dein Motor. Vielen Dank für das Geld. 96.000 haben wir jetzt schon zusammen. So, wir brauchen Kohlefaser. Ich probiere es hier drüben nochmal. Wir gehen in die Ruinen. Ich würde das gerne hinkriegen, dass wir die jetzt, also 5 brauchen wir, 5 Kohlefasern. Kein Klagen, das Wetter war schick, die Herbergen waren schön. Ist doch fein. Also warst du viel draußen unterwegs, das ist doch wunderbar. Oh, jetzt sind die Würmchen wieder da. Nicht wegdrehen, Junge. Was ist denn das mit dem Wurm? Warum kriegst du den nicht erwischt? Geht doch. Gut. Oh, wahrscheinlich bloß gerade nur. Aua. So. Bitte Kohlefasern. Jawohl. So, warte, ich schiebe das mal kurz hoch, dass ich das sehe. Das hier hin, die Kohlefaser und hier was zum Überleben. Wunderbar. Gefällt einem Gegenstand. Sehr schön. So, jetzt ihr. Auch wunderbar. Und noch du. Perfekt. Super, das sind die 5 Kohlefasern. Aber jetzt ist der Tag eh angefangen, also wir können jetzt mal zurückgehen, das Schiff, das Flugzeug anschmeißen, das ist morgens fertig. Aber das können wir auch über Nacht anschmeißen, wenn wir schlafen gehen. Dann ist es so, dass du am nächsten Morgen fertig. Hört doch mal auf mit dem Feuer, das tut doch immer weh. Mensch. Sehr schön, gleich 3 auf einmal. Okay, jetzt läuft es ja mit Kohle vorne und wir müssen uns schon wieder healen. Gefällt mir gar nicht. Level 49 sind wir. Ich frage mich, ob die 50 ist das Ende ist oder ob es da weitergeht. Die Flammenwerfer am besten ausweichen. Die machen verdammt viel Schaden. Donnung. Komm, mach. Kommt ein Nachschlag. Komm, bis aus. Okay, es wird diesmal nicht so. Hört auf. Das tut doch weh. Hört. Gut, bei dir ist es harmlos. Ja, René, warte, ich muss kurz erstmal schnell hier hochrennen. Und dann machen wir gerne die Brandgefahr. So. Vielen Dank.
Level 50. Müsste jetzt ein Boss sein wieder. Ich frage mich, ob es der letzte ist. Oder ob es noch tiefer geht. Langsam wird es ja ein bisschen kritisch mit dem Überleben hier. Ruinen Texclaymore. Wir haben eine neue Waffe. Okay. Mal gucken, ob die stärker ist als die alte. Also machen wir jetzt wieder bis 0. Wir haben ein Schwert von 480-100. Kritisch. Und das ist 210. Verteidigung 60, kritischer Nahkampf bis 50. Ist doch schlechter. Warum sollte ich mit einer deutlich schlechteren Waffe angreifen? Warum kriege ich die hier, wo ich das Schwert erst davor kriegen kann? Das ist doch Quatsch. Weil man konnten, wir müssten eigentlich mal unsere Schmiede ausprobieren, die wir haben. Mit der Schmiede konnten wir doch auch irgendwas anstellen. Wir haben, glaube ich, noch nie so wirklich geschmiedet, oder? Nachschlag. Weg. Und du noch. Kann ich hier auch drüben sein? Das ist nicht nur Sachen auf Leute zu werfen. Und durch. Kohlefarm haben wir jetzt schon 10, wo nochmal es läuft. Okay, also geht scheinbar noch tiefer. Oh, der steht ganz ungünstig. Okay, geht. Aua. Du weißt, wenn ich hochkomme zu dir, Mann. Und Saphir, sehr schön. Können wir wieder ein bisschen Stahlplatten schreiben. Titanplatten. Bestimmt auch noch irgendwann diese komischen Dinos. Oh, danke, dass er gleich zusammenläuft. Da kommt Nachschlag. Ach nö, nicht du. Noch 4 Ebenen können wir dann, glaube ich, machen. Na klar, weil ich über eine Minute bin. Unverschämt. Halten wir uns mal ein bisschen.